Heute werfen wir einen Blick auf das neue Huawei Mate XS. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein ganz normales Smartphone mit Apps und einem grossen Touchscreen. Dass da nur die halbe Ware sein kann, verratet schon den Preis. Das Handy kostet nämlich stolze 2'500 Franken. Für diesen Preis wird einem aber auch etwas geboten. Wenn man das Handy umdrüllt, findet man dort einen roten Knopf und den drücken wir jetzt mal. Schon geht das Handy auf und man kann es auffalten. Statt einem Smartphone hat man jetzt ein quadratisches Mini-Tablet. Das fühlt sich in der Hand überraschend dünn und doch stabil an. Eine grosse Portion Mut braucht es, wenn man es wieder zusammenfalten will. Weil der Bildschirm die Schwachstelle von dem Gerät ist, muss man beim Zusammenfalten vorsichtig sein, dass man nicht zu fest drauf drückt. Das ist gerade am Anfang recht gewöhnungsbedürftig. Am besten geht es mit zwei flachen Händen. Aber beim Aufmachen muss man schauen, dass man nicht zu fest mit dem Daumen auf den Bildschirm drückt. Nach ein paar Tagen geht das aber schon ziemlich automatisch. Falls sich jetzt jemand fragt, wo denn da die Selfie-Kamera ist, die ist auf der Rückseite. Wegen dem Faltprinzip kann man nämlich die normale Kamera auch für Selfies brauchen. Und das geht so. Wenn man normal fotografieren will, funktioniert alles wie immer. Man drückt auf die App und die Kamera geht auf. Spannend wird es, wenn man den Knopf hier oben links drückt. Dann wird auch der Bildschirm auf der Rückseite aktiviert. So kann man einerseits Selfies machen oder dem Gegenüber zeigen, was aufs Foto kommt. Das ist natürlich nur möglich, weil beim Mate XS der Bildschirm rundherum geht. Das hat aber den Nachteil, dass jede Seite von dem Gerät sehr fragil ist. Anders gelöst hat das Problem Samsung. Beim Galaxy Fold, der rund 2'100 Franken kostet, gibt es aussen nur einen kleinen Bildschirm. Der Hauptbildschirm kommt erst führen, wenn man das Gerät auffaltet. Da hat der Vorteil, dass der teure, aber fragile Faltbildschirm besser geschützt wird. Hat man das Galaxy Fold und das Mate XS nebeneinander, fällt schnell auf, wie viel grösser der Bildschirm vom Mate ist. Welches von diesen zwei Designs sich schlussendlich durchsetzen wird, sehen wir frühestens in ein paar Jahren. Aktuell sind das alles nämlich noch ziemlich teure Prototypen für besonders experimentierfreudige Kundinnen und Kunden.